Burnout-Syndrom, chronische Müdigkeit, keine Energie mehr. Was für ein Kreislauf im Körper funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß? Was ist die Ursache von dem Ganzen? Wie können wir es positiv beeinflussen? Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für den Körper tun wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Hier bekommt ihr immer die richtigen Informationen, wie ihr das am besten macht. So, das heutige Thema ist Burnout. Chronische Müdigkeit, keine Energie mehr. Was ist einer der Schlüsselauslöser? Was für einen Kreislauf im Körper bedienen wir? Und wie können wir positiv darauf einwirken? Und eines der Grundübel unserer modernen Welt ist eben die Dauerstressbelastung. Und vor allem die emotionale Dauerstressbelastung. Das heißt, die Nerven den Kinder, Beziehungsprobleme, wir können die Rechnung nicht zahlen, wir werden mit der Arbeit nicht fertig und. Das heißt, wir sind mit einzelnen Situationen in unserem Leben dauerhaft überfordert, für die wir keine kurzfristige oder langfristige Lösung finden. Sonst könnten wir sozusagen das Stresslevel, wenn die Lösung ja gefunden ist, dann wieder abbauen und wir kommen wieder in den Ruhenerv und können dann wieder regenerieren. Wenn man jetzt aber eine permanente Dauerstressbelastung hat, wird im Körper ein gewisser Kreislauf eingeleitet. Das heißt, der Körper reagiert auf Stress, da gibt dem Hirn ein Signal und das Signal geht an die Nebennieren und dann werden die sogenannten Energiehormone produziert. Das wäre als erstes einmal das Cortisol, dann das Adrenalin, das Noradrenalin und auch kleinere Mengen von Aldosteron werden dann ausgeschüttet. Das Cortisol geht praktisch dann von der Nebenniere wieder zum Gehirn und vermittelt dem Gehirn, dass das Signal angekommen ist. Und die ganzen Energiehormone, die dann ausgeschüttet werden, sind sozusagen dann die Stressreaktion des Körpers auf den Stress, den wir von außen ausgesetzt waren. Und die Körperantwort auf Stress im Generellen ist einfach Flucht oder Kampf, seit jeher schon. Und das kann man sozusagen auch dann fast schon Stress gleichsetzen mit Angst. Also auch wenn man permanent Furcht empfindet, ist die Körperreaktion natürlich ähnlich. Und die Körperreaktion aufgrund der Ausschüttung dieser Energiehormone ist eben, dass der Körper versucht, aktiv etwas zu tun. Der ist jetzt im Parasympathikus, im Stresszustand und versucht natürlich mit diesen Energiehormonen, die jetzt ausgeschüttet werden, die er jetzt zur Verfügung hat, aktiv gegen den Stress vorzugehen, das Ganze aufzulösen, damit er dann wieder in den Parasympathikus kommen kann und sozusagen das Stresslevel wieder nach unten revidiert und regenerieren kann. Bei einer Dauerstressbelastung kann das der Körper nicht. Er kriegt jetzt ständig das Stresssignal, es wird nicht gelöst, das heißt, es kommt permanent ein Stresssignal zu den Nebennieren, die stellen die Energiehormone her und das Spiel geht die ganze Zeit so weiter. Und man hält natürlich dann ein hohes Hormonlevel auf dieser Linie. Aber diese Hormone müssen natürlich hergestellt werden. Und da schauen wir uns jetzt an, aus was diese Hormone grundsätzlich bestehen. Und einer dieser Grundbausteine, oder eigentlich der Hauptbaustein dieser Energiehormone, ist das Cholesterin. Ist auch Grundbaustein zum Beispiel von Sexualhormonen. Und dieses Cholesterin wird jetzt in den Mitochondrien, in Progesteron umgewandelt und daraus werden dann Energiehormone hergestellt. Das heißt immer das böse Cholesterin und teilweise wird es dann medikamentös dann natürlich durch Statine auch noch gesenkt. Bei einer Dauerstressbelastung hat man jetzt natürlich das Problem, dass diese Hormone immer hergestellt werden, weil das Signal vom Gehirn kommt an die Nebennieren und dann geht irgendwann der Baustoff aus, der Grundbaustoff. Es sind natürlich noch mehrere Vitalstoffe, Mineralstoffe da bei der Herstellung dann noch involviert und du kannst diese dementsprechenden Hormone auf Dauer nicht mehr herstellen, vor allem das Cortisol nicht. Das heißt, dein Energielevel wird dann natürlich nach unten gehen. Und vorher, wenn das Energielevel noch hoch war, also wenn du noch genug Cortisol ausgeschüttet hast, wäre auf der anderen Seite ja dann am Abend der Gegenspieler das Melatonin, das Schlafhormon, und mit einem hohen Cortisol-Level, wenn du in die Nacht hineingehst, kann das dann natürlich, weil es der Gegenspieler ist, nicht ordnungsgemäß ausgeschüttet werden und du kommst schon einmal in eine Schlafstörung hinein. Du kriegst Probleme beim Einschlafen, du kriegst Probleme beim Durchschlafen. Was dir am nächsten Tag in der Früh natürlich ein noch höheres Stresslevel wieder beschert. Aber wenn jetzt in weiterer Folge auch noch mit dem Schlafmangel als Zusatzproblem sozusagen noch diese Hormone dann nicht mehr hergestellt werden können, dann kommt es natürlich zu einer Nebennierenschwäche oder vielleicht einer zu einem Nebennierenversagen.
Und dein Energielevel sackt jetzt auf Dauer in den Keller von diesem Kreislauf. Natürlich spielen andere Faktoren wie schlechte Ernährung. Wie gesagt, der Schlafmangel wird ja dann durch den erhöhten Cortisolspiegel ja schon ausgelöst, noch mit hinein. Aber gerade dieser Kreislauf, wenn er permanent bedient wird und dir dann sozusagen die Energiehormone dann am Schluss dann auch noch absacken, ist sicher eines der Grundübel. Für die Produktion, oder besser gesagt, wenn du jetzt auf diesen hohen Stresslevel fährst, was dir dann irgendwann einmal absackt, was dann diese Müdigkeit und diese Energielosigkeit verursacht, dieser Kreislauf ist ein Vital- und Mineralstofffresser. Du brauchst dann sozusagen, wenn du positiv dagegen vorgehen willst, natürlich gibt es spezielle Methoden, wie man gegen Stress vorgehen kann. In der Infobox mal kurz anschauen, Methoden gegen Stress, ernährungstechnisch, Mineralstoffe rauf, Vitalstoffe rauf. Es müssen auch genug gesunde, ungesättigte, aber auch gesättigte Fettsäuren für die Produktion von Cholesterin in der Nahrung sein. Der Magnesiumverbrauch ist auf einen hohen Stresslevel, also auf einen emotionalen Dauerstresslevel 10-mal höher. Magnesium unbedingt in die Nahrung rein. Vitamin C rein. Vitamin E als Antioxidant. Omega-3-Fettsäuren. Auf körperlicher Basis, Entzündungen sind natürlich auch Stress für den Körper. So wie ihr euren Stoffwechsel jetzt ankurbeln könnt, dass ihr wieder eine bessere Vitalstoffaufnahme und Mineralstoffaufnahme erzielen könnt. Was in die Nahrung rein sollte, was für Fehler man vielleicht vermeiden sollte, habe ich euch oben ein paar hilfreiche Videos reingestellt, zur Hand sozusagen, damit man einen Grundüberblick bekommt, was man da auch noch aktiv tun kann. So, das Wichtigste ist jetzt halt, dass man das Stresslevel senkt und dass man natürlich auf der anderen Seite mit einer qualitativ hochwertigen Nahrung jetzt entgegenhält. Und auch qualitativ hochwertige Nahrung sollte natürlich Vital- und Mineralstoffe enthalten, viel für den Baustoffwechsel essen, damit der Körper sich wieder regenerieren, reparieren kann. Du bist jetzt dauerhaft im Sympathikus, in der Aktion, wo der Körper gegen Stress vorgeht, mit den Energiehormonen. Du musst wieder mehr in den Parasympathikus rein, in den Ruhenerv, wo der Körper wieder regenerieren kann. Das heißt, du gehst das Problem von zwei Seiten an, vielleicht mit Meditation, mit Powernaps, mit tiefen Bauchatmen, dass du vom Stress wieder runterkommst, dass du dich stressigen Situationen entziehst. Und mit der Nahrung gehst du mit qualitativ hochwertiger Nahrung ein, mit guten Inhaltsstoffen für den Baustoffwechsel, dass der Körper wieder regenerieren kann. Es gibt halt keine Wunderpille, es gibt kein Medikament gegen Stress, es gibt kein Medikament, das einen Körperablauf, also einen Kreislauf im Körper alleine positiv beeinflussen kann. Da sind viele Komponenten im Spiel und der Körper reguliert sich immer selber. Er braucht die richtigen Baustoffe und er braucht vielleicht noch eine Strategie, dass die Grundbelastung der Stress jetzt wieder zurückgeht. Damit kann man gegen solche Fehlfunktionen, wird ja als Krankheitsbild, ist ja keine Krankheit jetzt in dem Sinne, es ist ja schon als Syndrom bekannt, chronisches Müdigkeitssyndrom, Burnout-Syndrom, da brennt es, okay, aber es sind viele Faktoren, die dort mit einfließen, weil es ein Syndrom ist und keine einzelne Krankheit. Das heißt, aktiv dagegen vorgehen, von mehreren Seiten aus, mental und vor allem mit der Nahrung. Und Besserung ist dann auf jeden Fall in Sicht. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video jetzt weiterhelfen, was man aktiv dagegen tun kann und was es sich grundsätzlich handelt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen zu diesen oder anderen Themen, schreibt mir bitte unten was in die Kommentare. Vielleicht eure eigenen Stressstrategien, die ihr anwendet, wenn es wieder mal stressig ist in unserer stressigen Welt. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, bitte teilt das Video und vor allem bleibt oder werdet gesund.